Und wir kommen zurück zu Richtungs. Müsste Folge 18 sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. In der letzten Folge sind wir so weit gekommen, dass wir nun im kompletten Haus rumlaufen können, auch wenn wir nicht den Generalschlüssel haben. Und da hat mich wieder ein über Facebook angeschrieben. Gut. Eine Sekunde. Dann würde ich doch mal sagen, wir gehen nach ganz oben, wenn das jetzt so geht. Wie ich mir das denke, dass wir jetzt überall rumlaufen können, okay. Dann gehen wir nämlich jetzt nach ganz oben und versuchen mal die Unterschrift von Herrn Dr. Marcel zu stehlen, beziehungsweise zu klauen, zu... Ja, ihr wisst schon. Aber erst, das habe ich vorhin vergessen, beziehungsweise in einer der letzten Aufnahmen habe ich vergessen, die Pflanze zu zerstümmeln. Kann ich mich nicht in Ruhe lassen. Muss ich doch nicht auszuhalten. Na gut, Moment. Dann mache ich eben noch die Pflanze voller Schmiere. Die Schere. So. Zack. Und mit dem Kuli drauf malen. Was war jetzt hier nochmal drin? Ah, hier war die Küche, genau. Können wir da jetzt schon was machen oder erst später? Yippie! Da kommt ja wirklich was raus! Buah, alt und ungenießbar. Sollte es wieder so stark rauschen wie bisher, liegt daran, ich habe gemerkt, dass das nichts bringt, wenn ich mich leiser mache, weil ich mich nachher wieder lauter machen muss, weil sonst hört man meine Stimme einfach nicht. Ja, tut mir natürlich sehr leid, aber es ist halt gerade so. Oh nee, da nicht mehr. Wobei, jetzt fehlt nur... Was ist denn das für ein Raum? Das sieht... okay. Das ist der Raum beim Schlüsselmeister. Okay, da mischen wir gleich hin. Oder gleich erstmal nochmal die Sachen hier. So. Diese müsste dann noch eingesperrt sein. Den könnten wir eigentlich mal besuchen gehen. Naja, zumindest wenn ich da wieder hochkomme. Nee, geht nicht. Auch da oben. Da. Gut, dann gehen wir mal eben Stiesel besuchen und gucken, ob der uns noch was zu sagen hat. Hallo Stiesel. Tiger Woods Jr. blockiert das Fenster. Und er sieht wütend aus. Oh, warum nur? Was sagt er denn? Du! Mach's gut, ich gehe meine Freiheit genießen. Okay. Dann möchte nochmal die Antenne umbringen. Sieht aus wie eine Eistänzerin mit gebrochenem Bein. Nutzen. Komisch. Egal. Okay, dann können wir da gerade nichts machen. Dann werden wir einfach mal gucken, ob das jetzt schon geht. Und wenn, ob das so geht, wie ich mir das jetzt denke. Und zwar, dass wir einfach nur Harvey vielleicht damit... Erinnert dich die Unterschrift an etwas, Harvey? Ich erinnere mich vage. Ich glaube, du hast dir damals selbst beigebracht, Unterschriften nachzuahmen. Ich konnte Unterschriften fälschen? Cool! Lass uns in die Vergangenheit tempomorphen. Edna. Ich will diese Unterschrift haben. Edna? Dann kann ich für Dr. Marcel Medikamente aus dem Internet bestellen. Edna. Und in seinem Namen Knebelverträge mit Plattenfirmen unterschreiben. Edna! Wir können nicht in die Vergangenheit tempomorphen. Was? Aber du hast gesagt, wenn du was siehst, das dich erinnert? Ja, schon. Aber das hier ist nicht gerade dein altes Poesiealbum. Ich brauche diesmal etwas,
das mich in die Situation zurückversetzt, in der du die Fähigkeit gelernt hast. Ich soll also die Nadel im Heuhaufen finden. Es hat etwas mit Lernen zu tun. Wenn du ein Relikt aus deiner Vergangenheit findest, etwas, das mit einem Schulunterricht zu tun hatte, dann kann ich uns bestimmt wieder ins Damals bringen. Du meinst Tempomorphen? Ja, Tempomorphen. Okay, dann versuchen wir mal, weil vielleicht klappt ja das. Soll ich dir ein Tattoo malen, Harvey? Oh ja, oh ja, oh ja. Kannst du mir einen chinesischen Drachen auf die Schultern malen? Leider nein. Dein Rücken ist einfach zu fusselig. Oh, ich dachte, den Kuli könnten wir jetzt als Relikt in ihre Kindertage da... Aua. Vorzeigen, aber das geht wohl nicht. Vielleicht müssen wir das benutzen, was uns in die Vergangenheit, also weswegen wir in die Vergangenheit gereist sind, um damit in die Vergangenheit zu reisen. Fußnagel mit Brauche ich nicht. Harvey ist der Einzige, der immer offen zu mir war. Mag der Himmel ruhig geschlossen sein, Edna. Ich habe immer offen. Den Arsch offen, ja. Touché. Dann wusste ich gerade nicht, was uns an die Kindertage erinnern soll. Warte, da war noch ein Foto. Ein lernender Junge und... Ah. Komisch, ich bin nur zur Hälfte drauf. Egal, du bist drauf. Hoffentlich reicht das. Was hältst du davon, Harvey? Ich erinnere mich an diesen hässlichen Jungen. Reicht es für eine Rückblende? An diesen dämlichen Alfred will ich mich gar nicht erinnern. Du sollst dich aber zu... Ja... Okay... Boah, hier ist es so ungemütlich. Hallo, Igor. Okay. Ja. Dann gehe ich mal eben in meine Zelle zurück. Huch, nee, so rum war das ja nicht. Das war ja so rum. Und dann malen wir alles an. Edna was here. Edna was here. Warum schreibst du das nicht da drauf? Edna was here. Naja, egal. Gut. Can send me. Ach so. Hier konnte man das auch. Jawoll, ja. Hui. Polster sind am besten gut durchzugenießen. Dadurch dicht das, Polster sind... Okay. Ich habe das Bein abgeschraubt. Ja, das ist... Randale! An. Yippie! Dankeschön. So, das geht wahrscheinlich auch nicht, ne? Vorerst genug geschlitten. Gut, bin ich auch der Meinung. Edna... was here. Edna was here. Edna was here. And Edna was here. Das dauert jetzt ein bisschen, aber egal. Ich möchte mir den Spaß nicht nehmen lassen. Der Ketten? Na, hast du Mayonnaise? Nein. Nicht. Wobei, ich sollte es vielleicht nicht überspringen, wenn wir den Dialog noch nicht hatten. Egal. Flatsch. Die sind aber auch immer so ungefähr an derselben Stelle. Ah, nee, doch nicht. Jetzt ist es mal anders. Okay. Da bin ich zufrieden.
verhunzen. So. So, Ketchup und dann die andere Seite. Okay, Ketchup. Du musst nicht so viel überlappen, kann das nicht einzeln so sein. Ich meine, vor allem, das ist ziemlich logisch, dass der Ketchup unter dem Senf langt, wenn man den Senf vor dem Ketchup drauf tut. Mhm. Ob das andersrum anders wäre? Ich rede gerade mal Blödsinn. Egal, so bin ich halt. Ketchup mit Polster. So, jetzt noch die andere Seite vergessen. So. Und da auch noch. Und da noch. Ich frage mich gerade, in der Limited Edition gibt es ja Achievements und so. Und die extra Inhalt halt. Ob es da auch ein Achievement gibt für komplette Verhunzung der Anstalt oder sowas? Aber kaufen werde ich mir die auf jeden Fall noch, denn ich will alle Limited Edition oder halt eben, also bisher habe ich alle aus der Computerwelt Spiele, ich will sie aber alle als DVD-Box oder in der Limited Edition haben, weil die Galaxy-Spiele sind einfach nur super aus. Ne? Ich hänge hier gerade wie so ein Stück Wasser in der Kurve auf meinem Stuhl. Das ist, ja. Naja, egal. So, dann... Na, komm schon. Dann gleich noch alles beschriften und dann müssen wir mal gucken, wie wir weiterkommen. Weil die Schaufel vom Barmann brauchen wir ja auch noch. Da brauchen wir allerdings auch die Fähigkeit, Unterschriften zu fälschen. Und also was wir als nächstes machen könnten, um das auszuprobieren, wäre beim Schlüsselmeister das Licht anzumachen und dann nochmal hochzugehen zum Wachmann. Moment, ich hab's gleich. Da ist der Kollege. Edna was hier. Wir hätten sich individuelle Texte ausdenken müssen, nur einen anderen Text. Na. Achso, man kann doppelt schreiben. Ah, schade. Egal. So, noch zwei Polster, drei Polster. So. Da und noch da drüber. So. Die Zelle ist verwüstet. Verhunzt. Wie auch immer, kann man den Tisch noch anmalen. Ha! Ja, aber es bringt nicht viel. Ha! Okay. Dann gehen wir zurück und dann gucken wir mal, wie das ist, wenn wir dem Schlüsselmeister den Licht anmachen, den Licht vor allem, ja, und das ist total, das ist ein Deutsch. Ich sollte mir vielleicht mal eine Tüte Deutsch kaufen. Wo ging's denn? Ich muss ja noch einmal runter. Ach, ich muss ja eh in den Keller, ganz weit runter. Und das war gerade ein kleiner Lag. Egal, die erste Folge ist dann jetzt gleich vorbei. Dann nehme ich direkt noch eine auf. Und ob ich dann noch welche aufnehme, das weiß ich gerade nicht. Weil ich wollte auf Starbound mal anfangen zu spielen. Und eventuell mache ich auch eine Starbound-LP. Ich weiß es noch nicht. Welche Lift-System? Beam me up, Scotty! Ja, benutze den Bügel mit dem Wäschelift. Das sieht gefährlich aus. Egal. Ah, gut. Da kommt der nächste Ausgang. Jo, dann Anni, wir müssen noch einen tiefer. Hi,
Hallo, ich glaube, es geht etwas schneller, wenn ich mit Mr. Mr. Herr Mantel spreche. Okay, raus. Und ich glaube, das war direkt gegenüber. Ah, ne, geht ja gar nicht, da ist ja eine Tür. Und das hier, genau. Da machen wir das Licht an. Und dann gehen wir wieder nach oben. Hoch. Sag nach oben. Wobei erstmal müssen wir ganz runter, um wieder nach ganz oben zu kommen. Und los geht's. Das ist hier kein Schnellreisen. Hallo da drüben. Das ist ein bisschen blöd. Kommt nicht. Aber ich meine, es ist halt eben auch das erste Spiel. Also, bis will man meckern, ne? Das ist ja schließlich Pokis Studienarbeit. Jo, empor, 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 da, und jetzt zu blasen. Ah, nee, Moment, denn bei Dr. Nock ist der Bildschirm noch an und der muss aus. Gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen witzlos, da ich weiß, wie das Rätsel funktioniert, aber ja. Da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Ich meine, ich müsste mich in Dr. Marcells Finger begeben, um mein Gedächtnis auszulöschen. Und das will ich nicht unbedingt. Aber es wäre eine Option. Dann könnte man die ganzen Spiele... Das sieht gefährlich aus. Lesen, egal. ...von Neuem entdecken. Hallo da drüben. Kommt nicht lang. Nicht die ganze Zeit im Wissen sein, dass man noch was weiß. Und ich weiß gerade nicht, was ich hier rede. Egal. Gehen wir hier raus und dort oben. Dort drüben wieder raus. Ich weiß nämlich jetzt nicht, in welcher Reihenfolge, aber das testen wir jetzt raus. Und wenn das jetzt nicht der Fall sein würde, dann. Ja, dann. So. Gleichzeitig ganz in der Nähe. Ach ja, an, nicht aus. Aber was zum Kuckuck? Diese Monitore. Das ergibt ein Muster. Es ist eine Botschaft. Ja, die ist es. Und? Sag nicht, dass das Spiel sich aufgehangen hat. Jo, das Spiel hat sich aufgehangen. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich nur noch einen Blackscreen sehen. Und falls nicht, und ihr seht noch Blase auf seinem Stuhl sitzen. Ja, das Spiel hat sich jetzt gerade aufgehangen. Ich habe die Errormeldung gekriegt und ja, dann ist das jetzt ein Part, weil den werde ich nicht in 10 Minuten splitten. Ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder, wenn es wieder heißt, Edna bricht aus.